Ich grüße Sie zu Kochen mit Annixe, Gumanns schnelle Küche. Heute geht's um den Kohl, und zwar um den Spitzkohl. Lieber Jörg, was hast du dir für unsere Zuschauer denn heute ausgedacht? Hallo liebe Tanja und hallo liebe Zuschauer. Als ich letztens bei Bechers Markthalle in Bad Dürkheim war, ist mir dieser tolle Kohl aufgefallen. Also ich kenne ihn natürlich schon länger, Spitzkohl, haben Sie bestimmt auch schon ganz oft gesehen. Der sieht einfach nur schon schön aus. Ja, ich auch. Komm, dann lass uns mal ein schönes winterliches Gericht damit machen. Und wir machen heute einen Spitzkohl-Kartoffelauflauf mit Hackfleisch. Also ein deftiges Gericht. Und da eignet er sich hervorragend dafür. Das ist meine Idee für heute. Mal gespannt, wie es wird. Genau, ich sehe, du hast also Kartoffeln, du hast Spitzkohl, du hast Hackfleisch. Damit machst du jetzt, zauberst du jetzt diesen wunderbaren Auflauf. Was darf ich heute machen? Ja, dann würde ich doch sagen, der Spitzkohl ist dir. Ich bekomme den Spitzkohl. Dann hätte ich gerne, dass du mir den klein schneidest, ja, in kleine Rauten. Okay. Such dir ein Messer aus, wie gehabt. Das mache ich. Und ich beginne schon mal mit den Kartoffeln. Ich habe da jetzt extra etwas größere genommen, dann habe ich nicht so viel zu schälen. Genau, also du beginnst jetzt die zu schälen und ich darf dann gleich zum Beispiel, ich nehme die Seite vom Spitzkohl. Wunderbar. Genau, ne? Den viertel ich, jawohl. Sehr schön. Und dann darf ich gleich so ein bisschen was über den Spitzkohl erzählen? Oder magst du erst natürlich, noch? Du darfst gleich was erzählen. Ich wollte dir nur noch sagen, warum ich die Kartoffeln schäle. Alles andere ist ja heute politisch nicht mehr korrekt, wenn man jetzt zur Frau sagt, schäl du mal die Kartoffeln. Und so passen wir uns auch in den Fernsehsendungen an. Natürlich, bitte erzähl was über den Spitzkohl. Bei Kartoffelschälen, glaube ich, haben alle schon oft genug gesehen. Ja, das stimmt allerdings. Da gibt's nichts Neues mehr. Aber ich muss zugeben übrigens, ich schäle unglaublich gerne Kartoffeln. Und zwar noch, wie meine Oma es mir gezeigt hat, mit einem gebogenen Messer. Ich nehme so einen Sparschäler eigentlich gar nicht. Ich schäle lieber mit dem Messer. Und dann versuche ich immer so lange, um die Kartoffel herumzuschälen, dass so eine ganz, ganz lange, wie soll ich sagen, Kartoffelschalenlocke entsteht. Ja, wenn man Zeit hat. Ne? Genau. Jetzt noch mal ganz kurz zu dem Spitzkohl, weil ich das jetzt gerade mache. Ich habe den jetzt geviertelt, ich habe den Strunk raus und jetzt einfach nur Scheibchen schneiden. Schneid die mir nochmal längs nach und dann schneide ich es mir einfach so 1 cm dicke Stücke alles daraus. Klar. Wunderbar. Wunderbar. Also der Spitzkohl, liebe Zuschauer, ist mit dem Weißkohl verwandt. Allerdings sollte man den nicht ganz so lange kochen wie zum Beispiel den Weißkohl. Man sollte ihn kürzer garen, aber man kann ihn auf ähnliche Art und Weise zubereiten. Er ist ein bisschen milder im Geschmack. Was auch zum Beispiel ganz interessant ist bei dem Spitzkohl, man kann auch einen Salat draus machen, also ähnlich wie beim Chinakohl zum Beispiel auch. Dann ist er sehr, sehr, sehr gesund. Und zwar fördert er die Durchblutung, er ist gut für den Darm. Man sagt ihm sogar nach, er würde Magengeschwüren vorbeugen. Also wirklich was ganz, ganz Besonderes, dieser Spitzkohl. Ich kann ihn nur empfehlen, also als Gesundheitsboomer oder irgendwie sowas. Und er ist der früheste Kohl überhaupt. Schon bereits im Frühjahr kommt schon wieder der erste Spitzkohl nach draußen gekrabbelt und dann kann man ihn schon wieder ernten. Das heißt, er ist gar nicht so unbedingt ein Wintergemüse, sondern... Also, liebe Zuschauer, ich merke gerade, unsere Moderatorin hat sich ja perfekt vorbereitet. Ich bin ganz... Beeindruckt, beeindruckt, ne? Genau, sprachlos. Ich dachte mir, ich rede mal ab und zu über sowas. Nee, toll, finde ich ja super. Genau. So, jetzt bist du wieder dran. Ja, die Kartoffeln habe ich geschält. Das Schöne am Sparschäler ist, ich bin dann schneller als unsere Moderatorin mit dem gebogenen Messer. Nebenbei mache ich jetzt eine Pfanne auf den Herd mit etwas Olivenöl. Die benötige ich für das Rindfleisch. Da erzähle ich nachher noch mehr dazu. Dann haben wir, das funktioniert, jawohl, die Kartoffeln. Die können Sie also über den Küchenhobel laufen lassen. Schön dünn. Dann hat es den Vorteil, Sie müssen sie nicht vorgaren, sondern wir können sie roh in die Auflaufform bringen. Ja, das ist gut, ne? Weil sonst muss man immer alles vorkochen. Also hat man nochmal einen Arbeitsschritt extra. Und jetzt muss ich mal gucken. Genau. Funktioniert auch hervorragend. Perfekt, super. Ich brauche schon mein Wasser dazu. Ah, du legst sie jetzt ins Wasser? Ja, damit sie nicht braun werden. Das ist hier bei vielen Dingen das Problem. So. Guck mal, ich habe jetzt den Spitzkohl geschnitten. Sind die Stücke perfekt gut? Ja? Wunderbar. Kann man so lassen? Sehr wunderbar, schön, ja. Also auch schon vorbereitet. Ich persönlich mag ja Aufläufe besonders gerne. Ich habe das früher auch, als meine Kinder noch klein waren, relativ häufig gemacht, muss ich zugeben. Denn so ein Auflauf kommt eigentlich immer gut an und geht schnell. Das ist schon eine bequeme Art und Weise zu kochen. Ja. Und manchmal ist es ja auch gerade fürs Wochenende, finde ich es immer toll. Da ist man mittags wandern
und will irgendwas vorbereiten. Wenn man nach Hause kommt, dann was Schnelles. Und das kann man, hat man locker in einer halben Stunde, ist das alles gerichtet. Und dann muss es einfach nur noch in den Backofen. Okay. Und schon erledigt. So, ich mache nur eine Kartoffel. Jawohl. Und das Fett, wenn das heiß ist, ja, das dann hau ich da jetzt noch das Rindfleisch rein. Ja. Das habe ich übrigens mitgebracht aus meinem letzten Urlaub. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, was du da erzählst. Ich war im Hochpustertal gewesen. Genau. Auf einem Hof aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Und ein Weltkulturerbe, das ist der Wurzerhof in Außerwilgraten. Und es war wirklich ein Zufall, dass ich das gefunden habe. Moment, ich muss kurz unterbrechen und das hier rein. Ja, und die haben also Hochlandrinder auf 2500 Meter stehen. Und dann habe ich mir natürlich etwas von diesem super Rindfleisch mitgenommen, habe das dann heute Morgen durch den Hackwolf gelassen. Und das ist jetzt aus meinem Urlaub Rindfleisch im Hochlandrind. Viele Grüße an die Familie Sepp und Froni, Leiter im Hochpustertal. Und ich werde euch berichten, wie es geschmeckt hat. Ja. So, jetzt wird es etwas laut. Gut. Jetzt packen wir das Rindfleisch da rein. Jawohl. Werden das leicht anbraten. Ja. Und alles Weitere, würde ich sagen, machen wir im nächsten Teil. Schritt 2. Ja. Bleiben Sie dran. Ja, hallo liebe Zuschauer. Und Sie wissen ja, hier haben wir angefangen mit dem Hackfleisch, diesem tollen Hackfleisch aus dem Hochpustertal. Das haben wir jetzt hier mit etwas Olivenöl schön knusprig und krümelig gebraten. Sonst ist da jetzt noch gar nichts passiert. Jetzt kommt dazu noch etwas frischer Knoblauch. Und etwas grob gehackte Zwiebeln. Die kann ich aus dem Grund auch grob hacken, weil wir den Spitzkohl auch großzügig rustikal geschnitten haben, nennen wir es mal so. Ja, das ist jetzt eine Gemüsezwiebel, ne? Das ist also sowieso ein bisschen milder, würde ja, ich mal sagen. Ja, das ist eine milde Zwiebel, genau. Und jetzt kommt eigentlich so das klassische Mediterrane, was man kennt aus so einer Hackfleischpfanne. Wir haben hier ein paar Kräuter, das ist zum einen Rosmarin, den wir hier reingeben. Upp. Genau. Rosmarin, was ist das andere? Da das, haben wir Das müsstest du aber mittlerweile wissen. Keiner, so viele Kochshows. Ich werde getestet. Salbei? Richtig, das ist Salbei. Jawohl. Der riecht auch richtig gut. Sehr gut. Wird das gepflückt, einfach so auseinandergepflückt? Den schneide ich kurz etwas kleiner. Okay. Danke. Und dann kannst du das dritte erraten. So, Thymian würde ich sagen. Oder Rosmarin? Thymian. Thymian. Rosmarin okay. haben wir ja schon drin. Aber immerhin, ich habe es erraten. Also ich freue mich schon, wenn wieder die ganzen Töpfe mit unseren ganz, ganz tollen Gewürzen hier stehen, beziehungsweise Gewürzen, Kräuter. Das kommt ja jetzt bald wieder die ganze Zeit. Ja, liebe Tanja, ich sehe schon, du überlegst dir die nächste Frage für mich. Und dann ist mir es doch lieber, du hast was zu tun. Ja. Da gibst du Ruhe. Schau mal, das ist unsere Auflaufform. Ja. Darf ich das mal reichen? Mhm. Und hier haben wir etwas Olivenöl. Dann darfst du mir die mal großzügig einpinseln. Einpinseln. Jawohl. Den Pinsel kriegst du auch noch. Sehr, sehr gerne. Ich habe aber auch gerade gesehen, du hast geschälte Kirschtomaten da. Ja, die kommen jetzt auch gleich rein. Ich finde es ja mittlerweile auch total gut, dass es diese Kümmelchen auch quasi geschält gibt. Ja, das ist halt noch aromatischer. Ja, eben, ne? Das macht ein richtig tolles Aroma. Und ich finde auch, dass es wirklich super schön aussieht, weil ein bisschen erhalten bleiben die ja manchmal. Ja. Also es kommt drauf an, ob man sie zermatscht oder nicht. Ja, Pfeffern und Salzen nicht vergessen, liebe Zuschauer. Ja, auch den Rand. Werde ich ja... Auch den Rand bitte, ja. Werde ich ab und zu im Nachgang von Sendungen immer darauf angesprochen, ob ich es denn vergessen hätte. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht jedes Mal probieren und da muss man immer ein bisschen nachsalzen und nachpfeffern. Das machen wir oftmals in der Sendepause, um es dann wirklich au detail abzuschmecken. Und genau, das passiert natürlich doch immer. So, und dann haben wir natürlich noch eine Chili. Sind Sie ja schon gewohnt von mir. Die können Sie natürlich weglassen. Ja, Und ganz kurz noch, liebe Tanja, und dann darfst du gerne. Hast du die Arbeit schon fertig? Ich habe die Arbeit schon fertig. Ich muss dir größere Jobs geben. Längere jetzt Jobs. Kommt etwas Tomatenmark dazu und jetzt übergebe ich das Wort an dich. Genau, ich wollte einfach nur sagen, zum Beispiel, du hast jetzt Knoblauch reingetan. Es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die zum Beispiel keinen Knoblauch vertragen, aber dann kann man ihn auch einfach weglassen, oder? Ja, selbstverständlich. Genau. Man muss auch keine Zwiebel reinmachen. Genau. Überhaupt keine Frage. Ne, nur damit Sie es wissen, Sie müssen sich nicht nur so komplett streng an diese ganzen Rezepte halten. Sie können da auch ein bisschen spielen.
Aber apropos Rezepte, ich würde sagen, in dem Zusammenhang sage ich einfach mal ganz kurz, wo man unsere Rezepte findet, oder? Ja, natürlich. Und zwar gehen Sie auf www.anixehd.tv/kochschau. Dort finden Sie dann immer das jeweilige Rezept mit einem schönen Bild und allem drum und dran. Das können Sie dann sich aufrufen und wenn Sie möchten sogar ausdrucken. Dann können Sie sich zu Hause sogar ein kleines Kochbuch zusammenbasteln, so ein kleines Gumann-Kochbuch. Ja, das wäre doch überhaupt die Idee für unsere Zuschauer von Anixe, mal ein eigenes Kochbuch, oder? Ja, dann fangen wir an. Genau. Ich würde sagen, ich hoffe, du hast ja alles gemerkt. Das wird dann unser nächstes Projekt, liebe Zuschauer. Das können Sie dann auch direkt bei uns bestellen. Nee, ist noch nicht so weit. Wer weiß. Okay. So, da ist die Pfanne schon soweit fertig. Das sieht schon ziemlich schön aus. Mittlerweile sieht man es ja auch durch unsere neue Kamera. Ah, stimmt, wir haben eine neue Kamera. Genau. Also sehr schön, kann man in die Pfanne reinschauen und sieht dann auch, dass die kleinen Kirschturmädchen auch nach wie vor, so wie ich es vorhin gesagt habe, ja, ganz sind. Ganz bleiben, genau. Jawohl. So, das lassen wir jetzt noch bei etwas kleinerer Flamme. Ja, wunderbar. Genau. Den Spitzkohl gleich dazu, ne? Den Spitzkohl brauchen wir da jetzt gar nicht mit reingeben. Okay. Den streuen wir so mit dazu. Ah. Da, aber jetzt mal zum Schichten. Genau. Könntest du das mir... Das mach ich mal in der Mitte drauf. Wunderbar. Jawohl. Und schau mal, ob du jetzt unten dieses große Sieb findest, damit wir die Kartoffeln abgießen können. Ja. Und muss ich nicht den Backofen mal anmachen? Oh ja, den Backofen bitte auf 180 Grad. Jawohl, das mache ich also doch. Also du wirst ja immer professioneller. Ja, ich denke ab und zu mal mit. 180 hast du gesagt? Jawohl. Heißluft, Heißluft wieder? Jawohl. Das kriege ich doch glatt hin. Hier, das funktioniert auch ganz gut. Ich muss noch ein Sieb da rausholen. Ein Sieb sage ich, ein Gitter, damit du das auch gleich mittig, ne, draufstellen kannst, oder? Ja, genau. Jawohl. Eins bitte raus. Jawohl. So, und wir fangen jetzt schon mal an mit diesen dünn gescheibten Kartoffeln. Die sind jetzt wirklich nur... Ein Millimeter. Aber wirklich, die sehen aus wie Chips. Hat man den Vorteil, man muss sie nicht vorher noch blanchieren, weil wir wollen ja, dass das Gericht in 30 Minuten fertig ist. Ja. Und jetzt verteilen wir einfach hier mal das Ganze auf dem Boden. Ja, aber das ist wirklich so dünn, dass es aussieht wie Chips. Das ist ja echt klasse. Das ist richtig gut. Jawohl. Dann die nächste Schicht wäre dann? Die nächste Schicht ist das Salz Ganze erstmal würzen. Genau. Ja, weil das kann man natürlich schlecht von oben nachwürzen. Das stimmt allerdings. Ich bin noch ganz gespannt, wie es genau geschichtet wird. Deswegen bin ich gerade so still, weil ich es nicht genau 100% weiß, was da auf mich zukommt. Ja, und jetzt kommt der Spitzkohl. Spitzkohl. Ich darf die Hälfte, kannst du ruhig draufgeben. Ah, okay. Die Hälfte sogar schon, alles klar. Ich hole mir schon mal eine Schüssel. Ja. Kleine. Also ich habe den auch wirklich ganz grob geschnitten, wie das, Sie sehen, das, liebe das Zuschauer. Das passt. Genau. Weil wir wollen ja auch, dass die Vitamine und die Mineralstoffe erhalten bleiben. Und ich mag es auch wirklich, dass man noch weiß, dass der dabei ja, ist. Ja, ne? Dass es noch ein bisschen, ja, so ein bisschen minimalst knackig ist. So, aber so, auch dem geben wir jetzt noch etwas Salz. Wobei wir das schon recht deftig gemacht haben, dann überträgt sich diese Würze natürlich auch ein bisschen. Also auch wieder die Hälfte drauf? Die Hälfte, genau. Genau. Also das ist ja wirklich auch interessant gewesen, was du jetzt über diese Hochlandrinder erzählt hast. Das finde ich ja schon wieder gut. Ne? Also wenn man dann quasi die Rinder selbst hält und sich um die kümmert und dass man es dann halt eben quasi als leckeres Fleisch anbietet, das finde ich ja schon wieder gut. Auch wenn ich Vegetarierin bin. Aber also eigentlich wollte ich mich ja wirklich erholen in dem Urlaub und habe mir extra eine Hütte gemietet auf 1500 Meter ohne fließendes Wasser und Plumpsklo irgendwo am Ende der Welt. Ja, und nur ein Holzofen drin und dann habe ich mich so angefreundet mit dem Besitzer-Ehepaar, dass ich dann schon zum Geburtstag eingeladen wurde, dachte ich. Am Ende stand ich am Geburtstag den ganzen Tag bei denen in der Küche. Das habe ich mir fast gedacht. Hätte ich auch so gemacht, und, ganz ehrlich. Und habe gekocht. Da habe ich gesagt, Mensch, wieder drauf reingefallen. Und dann kam ich natürlich relativ unerholt aus dem Urlaub zurück. Nein. Ich war super erholt und es hat ganz toll Spaß gemacht. Das nur so als kleine Anekdote dazu. Wenn man Koch ist, muss man immer aufpassen, dass man nicht die falschen Freunde findet. So, okay, wir machen gleich weiter. Ja. Und ansonsten? Wir schichten jetzt die nächste Runde drauf. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Deswegen, bis gleich. So, und jetzt haben wir den restlichen Hackfleisch auch da drauf. Hallo, liebe Zuschauer, Sie sind ja wieder da. So, wir haben das jetzt fertig geschichtet
Und jetzt habe ich hier noch etwas Sahne. Das Rezept finden Sie natürlich auch später wieder. Die Frau Götemann hat es Ihnen ja schon ausführlich beschrieben. Wo? Genau, ich sage es aber später nochmal, damit Sie es auch wirklich wissen. Und mit der Sahne machen wir jetzt Folgendes. Wir geben erstmal Muskat rein. Mhm. Das passt natürlich super zu den Kartoffeln oder überhaupt zu Auflaufgerichten. Und ich finde auch zu Kohl passt es einfach gut, Muskatnuss. Auch auf jeden Fall. Und durch die Flüssigkeit habe ich natürlich jetzt den Vorteil, ich kann jetzt noch mal schon ein bisschen nachsalzen oder auch pfeffern, wenn ich möchte. Und das verteilt sich dann natürlich über die Gesamtfüllung. Genau. Also wenn ich das jetzt sehe, jetzt zum Beispiel, das ist ja eine relativ große Auflaufform. Das ist quasi für vier Personen, ne? Vier Personen und, Hauptgericht. Ja, und dann würde ich sagen, da werden Sie ordentlich satt. Das ist wirklich richtig gut. Ja, und das kann man natürlich auch abwandeln, je nach Gusto. Der eine mag mehr Kohl, der andere mehr Hackfleisch, der nächste mehr Kartoffeln. Ja. Da ist man natürlich flexibel und frei in seiner Entscheidung. Und wir haben das hier ja jetzt eigentlich so relativ gleichmäßig verteilt. Ne? Also würde ich jetzt mal sagen, ne? wir haben das ganz gleichmäßig da drin. Okay. So, das Ganze gießen wir jetzt da drüber. Gut. Da braucht man auch nicht zu viel, ne? Sondern das reicht. Nee, das sind jetzt 200 Milliliter. Das reicht. Perfekt, keine der Sorge. Ofen hat auch schon gesagt, er ist fertig. Der Ofen sagt, er ist jetzt fertig. Genau, das war er ist bereit. Top-Timing. Und jetzt kommt natürlich noch, es ist kein kalorienbewusstes Produkt, liebe Zuschauer, Käse drauf. Und von der Menge Käse so viel, wie man will. Ja. Und ach, es ist einfach lecker, überbackenes Zeug. Das ist einfach so gut. So, und dann darfst du mir jetzt den Ofen öffnen. Das mache ich doch glatt. Tanja. Ich öffne dir den Ofen. So, bitteschön. Und das Ganze geht jetzt für 30 bis 35 Minuten in den Backofen. Et voilà. Jawohl. So, und wir warten jetzt 30 bis 35 Minuten. Warten Sie mit uns. Wir lassen Sie natürlich nicht 30 Minuten warten, liebe Zuschauer. Wir haben das jetzt schon mal in den Ofen gestellt und das darf jetzt wieder raus, oder? Ich gehe davon aus, dass es fertig ist. Dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Holst du das? Ich habe immer ein bisschen Angst. Ich nehme das raus, es ist super heiß. Ja. Und du könntest ja schon mal einen Teller holen zum Anrichten. Aber ich warte erst, bis du es draußen hast. Jawohl. Ganz ehrlich, vor Hitze, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Mordsbammel. Deswegen bin ich da immer so vorsichtig. Das sollte man auch wirklich beachten. Mit so Auflaufformen immer ein bisschen tricky. Genau. Das geht nicht so. Okay, darf ich zumachen? Ja, bitte zu. Perfekt. So, zumindest von oben schaut es schon mal ganz gut aus. Und da wir ja unsere tolle Kamera hier oben haben, stellen wir es mal hier drauf. Genau, und ich stelle den schönen großen Teller dahin, denn da kann man immer ganz besonders schön anrichten. Tada, da ist er, der Auflauf mit Spitzkohl, Kartoffeln und Hochlandrind-Hackfleisch. Exakt, ja. Ja. Okay, dann fange ich mal an. Genau. Dann brauchen wir hier eine Palette. Ich sehe auch schon, du hast dir was gerichtet zum Dekorieren gleich. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt am besten machen. Ich muss kurz überlegen, liebe Zuschauer. Damit es auch schön aussieht. Darum geht es ja immer, dass wir es Ihnen gut präsentieren können. Wäre natürlich eine eckige Auflaufform einfacher. Jetzt doch einfacher. Ja, aber während du jetzt so schneidest und dir überlegst, wie du das auf den Teller machst, jetzt haben wir doch tatsächlich schon fast zwei Staffeln voll, wir beide. Kannst du dir oder? Das vorstellen? Doch, oh mein Gott. Und dann geht es jetzt bald doch in die dritte Staffel hinein. Und ich würde sagen, wir haben uns ausgedacht, liebe Zuschauer, dass wir dann ab und zu mal für ein Special einen Gast oder eine Gästin einladen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das wird dann ein bisschen prickelnder vom Talk her. Sie kriegen was erzählt und dann wollen wir auch mal schauen. Darf ich da mitsprechen, wer da kommt? Ja, natürlich. Schön. Und dann schauen wir auch mal, ob die uns was Tolles zu erzählen haben. So, Achtung, jetzt geht es aber wieder um. Also ich hoffe, dass es auch dementsprechend ausschaut. Zerfällt etwas, aber sehen Sie, dass der Vorführeffekt, liebe Zuschauer, leider etwas zusammengefallen. Aber ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Ja, das sieht super saftig aus. Also die Kartoffeln sind auf jeden Fall schön weich. Und ich lege jetzt mal die Füllung einfach nebendran. Genau. So, da ist dann doch relativ viel Flüssigkeit. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vom Kohl rausgekommen, habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Ach, das ist vom Kohl. Ich habe mich nämlich noch gewundert, das war ja jetzt nicht so viel Sahne. Ja. Aber das macht ja nichts. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass es schmeckt. Genau. Und
ich habe sie ja jetzt auch erst einmal zubereitet und das letzte Mal, muss ich gestehen, war nicht so viel Brühe unten drin. Ja. So. Vielleicht liegt es aber auch an dieser Tonform oder Terrakotta oder was auch immer. Tja. Wer weiß. Auf jeden Fall duftet es fantastisch. Ich werde es diesmal nicht probieren, aber ich denke, einer unserer Kameramänner wird es auf jeden Fall nachher mit Wonne probieren und essen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie du es dann anrichtest. Ja, das ist jetzt eine schnelle, spontane Anrichtaktion hier. Genau. Zap, zap. Und da jetzt noch etwas Schalotten dazu. So, wenn wir jetzt aber noch mal an deinen Urlaub zurückgehen, kannst du auf jeden Fall jedem raten, sich auch mal so Hochland-Rinderhackfleisch zu besorgen? Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich geschmacklich. Da haben wir auch an dem Geburtstag, den ich erwähnt hatte, habe ich das dann verarbeiten dürfen. Und das ist natürlich schon ein Genuss. Ja, und ich bin ja kein Vegetarier, aber da wird einem immer wieder bewusst, dass man einfach etwas mehr Geld ausgeben sollte und darauf dann dafür auch etwas darauf achten sollte, dass man Qualitätsfleisch kauft und dann auch unter den tollen Bedingungen, unter denen diese Rinder hier 3 Jahre gelebt haben, hier auf über 2000 Meter und mit bestem Futter und keine Stallhaltung. Da hat man ein gutes Gewissen beim Essen. Ja? Ich weiß, ein Vegetarier werde ich damit nie ein gutes Gewissen haben, aber ein besseres vielleicht, was weiß ich. Ja. Keine Ahnung. Aber mein Gott. So, wunderbar. Dann haben wir es schon. Genau. Unser Auflauf. Genau. Ich würde sagen, ich sage Ihnen noch mal ganz kurz, wo Sie das Rezept bekommen. Auf www.anixahd.tv/kochshow. Kochen Sie es nach oder backen Sie es nach oder wie auch immer man es nennen mag. Es lohnt sich auf jeden Fall, bin ich mir 100% sicher. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf Sie, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, oder? Ja, wenn ich bei der 3. Staffel noch dabei sein darf. Das überlege ich mir nochmal. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.